Da freut er sich, glaube ich. Ich muss jetzt mal ein riesiges Dankeschön loswerden an die Damen und Herren hier hinter mir. Das klingt heute Abend alles so wunderschön. Ladies and gentlemen, thank you so much. It sounds fantastic. The Royal Philharmonic Orchestra. And Richard, you're doing it. Such a wonderful job tonight. Richard, ich weiß ja, ihr in England, ihr feiert Weihnachten traditionell ja so ein bisschen anders. Ich habe mir sagen lassen, bei euch ist Bescherung erst am 25. Danach gibt es das große Weihnachtsessen mit Truthahn und Plumpudding und ihr habt so lustige Papphüte auf. Also es läuft so ein bisschen anders ab wie bei uns. Richard, are there still these British Christmas traditions? Is that right? Yeah, it's still the same. Where I live on Christmas Eve evening, my wife and I join the other people in the village around the Christmas tree. We sing Christmas carols. Christmas morning, we have two lovely grandchildren. We watch them open their presents. We have the big turkey dinner. We wear the hats as well. And we listen to the Queen's speech. That's what we do Christmas Day. Wow. Ja, also Sie haben es wahrscheinlich verstanden, ne? Also er hat, ja, er singt auch mit seiner Frau am Weihnachtsbaum und ja, die lustigen Papphüte gibt es tatsächlich zu Weihnachten. Ich würde das ja auch gerne mal ausprobieren. Huh? Man kann sich das in Deutschland nicht so und in Österreich auch nicht so vorstellen, ne? Mit so Papphüten, aber ja, und die große Rede der Queen darf natürlich auch nicht fehlen in England. Richard, thank you so much for these nice
ideas maybe for us. I don't know. Und ich freue mich jetzt auf ein sehr schönes deutsches Weihnachtslied, was bei uns vor allem im Advent gehört wird. Und ich weiß, lieber Richard, Sie mögen dieses Lied auch sehr gerne. Tochter Zion.